Willkommen zu einer weiteren Videolösung in der Physik 2. Heute besprechen wir in der Übungsserie 6 die Aufgabe 5. Hallo Thomas. Hallo Tommy. Ich lese vor. Aufgabe 5. Ein sehr dünner, gerader und unendlich langer Draht sei mit der Längenladungsdichte Lambda mit Lambda gleich Zentimeter, Coulomb pro Meter, behaftet. A. Berechnen Sie das vom Draht verursachte elektrische Feld. Bestimmen Sie zuerst durch Symmetrieüberlegungen, von welchen Ortskoordinaten das elektrische Feld abhängt und in welche Richtung es zeigen muss. Wir haben einen Draht. Wir nehmen einen Draht. Wir sprechen Hochdeutsch. Ich habe einen Draht. Ja, kannst du immer drauflegen. Er ist so, ich bin in, so reingezoomt in diesen Draht, dass ich schon die einzelnen Atome sehe. Du hast hier noch ein Atom rot markiert. Das ist. Das habe ich gemacht, weil du das gewünscht hast. Okay, also gut, das können wir jetzt hier da drüber legen. Ich habe keine Ahnung. Gut. Fertig. Okay. Ja, wir haben hier eine Ladungsverteilung, also wir haben es nicht mit diskreten Ladungen zu tun, sondern die Ladung ist über den Raum verteilt, und zwar speziell über ihn auf einem Draht. Und deswegen können wir nicht einfach das elektrische Feld verursacht durch einzelne Punktladung zusammenzählen, sondern wir müssen die Integralform zur Berechnung des elektrischen Feldes gebrauchen. Ich kann das einfach mal aufschreiben. Zum Teil A, das ist die Integralform, wie sie auch im Skript vorkommt, das elektrische Feld in einen Punkt R, das ist dieser Vorfaktor 1 durch 4 Pi Epsilon 0. Dann, wie gesagt, müssen wir über die Orte im Raum, wo die Ladung vorhanden ist, integrieren. Die Ladung ist normalerweise eine Ladungsdichte an den Orten R' durch Rho von R' beschrieben. Dann ist das elektrische Feld abhängig vom Abstand vom Punkt R, wo wir das elektrische Feld berechnen wollen, und vom Punkt, wo die Ladung sich befindet, am Punkt R'. Abhängig vom Abstand im Quadrat, also R minus R', das ist der Abstand im Quadrat, das ist sozusagen die Stärke des elektrischen Feldes. Jetzt hat das elektrische Feld natürlich auch noch eine Richtung, und das ist die Richtung ausgezeichnet zwischen dem Ort der Ladung, also R' und dem Ort, wo wir das Feld berechnen wollen. Und diesen Ausdruck multiplizieren wir deshalb noch mit dem Einheitsvektor in diese Richtung. Das heißt R minus R' geteilt durch den Betrag von R minus R'. So, und dann integrieren wir über alle dv's Strich. Unsere Integration, unsere Laufvariable, ist das v'. Und wir integrieren über ein Volumen v. Oder über den ganzen Raum. Und ich habe das hier nochmal aufgezeichnet, die Situation. Jetzt kann man das auf verschiedene Arten machen. Man kann einfach versuchen, dieses Integral auszurechnen. Das ist dann ein bisschen kompliziert, weil das elektrische Feld E ist ein Vektor. Und die erste Überlegung, die man machen muss, wenn man so ein Problem lösen will, weil eigentlich ist mit dieser Formel hier das physikalische Problem schon gelöst. Jetzt geht es eigentlich noch darum, diese Formel also mathematisch so umzuschreiben, dass wir das Integral auch wirklich lösen können. Und eine erste Überlegung ist, in welchem Koordinatensystem wollen wir arbeiten? Also wirklich lösen können wir es schon mit dieser Formel, aber es ist nicht so handlich, nicht so praktisch. Wir könnten es tatsächlich einfach so ausrechnen. Aber es wird kompliziert, das werden wir noch sehen, dass das nicht gut geht. Und eben das elektrische Feld ist ein Vektor. Und wir müssen uns überlegen, in welchen Koordinaten wir arbeiten wollen. Und es
ist umso einfacher mathematisch das Problem zu beschreiben, wenn man das Koordinatensystem an die Geometrie unseres Systems anpasst. Das heißt, wir können entweder kartesische Koordinaten benutzen, x, y, z, oder wir können Zylinderkoordinaten benutzen, Abstand r, Winkel phi und z, oder wir können Kugelkoordinaten benutzen. Sozusagen diese drei normalen Koordinatensysteme haben wir zur Verfügung. Ich würde hier in Zylinderkoordinaten arbeiten. Aber das würde auch in kartesischen Koordinaten gehen. Kugelkoordinaten geht wahrscheinlich auch, weil die Symmetrie hier ist ziemlich einfach, einfach einen unendlich langen Draht. Das kann man in allen Koordinatensystemen eigentlich beschreiben. Aber ich finde, am einfachsten geht es in Zylinderkoordinaten, das heißt, unser Vektor ER, unser Vektor E, unser Feldvektor, hat eine Komponente ER, also in radialer Richtung, dann eine tangentielle Komponente in vier Richtung und eine Komponente entlang des Drahtes EZ. Und wir sehen, dass diese Formel hier eigentlich nicht ein Integral beinhaltet, sondern es sind drei Integrale, weil das hier ein Vektor ist. Wir müssen jede Komponente einzeln integrieren. Das gibt die vektorielle Charakteristik eigentlich von unserem elektrischen Feld. Das hier ist das R-R', das ist der einzige Vektor, der hier in der ganzen Formel vorkommt. Alles andere sind Skalare. Oder R-R' im Quadrat, das ist ein Skalar, das ist ein Abstand. Der Betrag von R-R', das ist auch ein Skalar. Genau, also das heißt, wir müssen eigentlich drei Integrale lösen. Dann haben wir in unserer Formel den Ort, an dem wir das elektrische Feld berechnen wollen, den haben wir mit R beschrieben, E von R. Der hat natürlich dann die Komponenten R, Phi und Z. Und dann integrieren wir über alle Orte, wo sich Ladung befindet, also das Rho von R. Und die Orte, wo sich Ladung befindet, beschreiben wir mit R'. Das ist die Integrationsvariable. Über diese Orte integrieren wir dann am Ende. Und dieser Vektor hat natürlich einen Abstand R', ein Phi' und ein Z'. Gut, also wenn man jetzt das einfach so wild drauf los berechnen würde, dann müsste man drei Integrale berechnen. Mit sechs Variablen. Was wahrscheinlich ein ziemliches Durcheinander geben wird. Ja, du hast ja extra diese Zylinderkoordinaten genommen, damit es einfacher ist. Jetzt ist es doch nicht einfacher. Genau, das kommt noch darauf an, wo man das Koordinatensystem, wo man den Nullpunkt des Koordinatensystems wählt und die Ausrichtung. Ich habe hier das mal einfach so gemacht, ich habe den Nullpunkt irgendwo gewählt. Dieses Koordinatensystem, hier habe ich die kartesischen Koordinaten noch so mit schwarzen Pfeilen eingezeichnet. Hier ist der Punkt P, wo wir das elektrische Feld berechnen wollen. Und das Rote hier, das ist unser Draht. Der ist zusammengesetzt, das kann man sich einfach mal so überlegen, durch ganz kleine Drahtabschnitte, die eine Ladung tragen. Der Vektor zum Punkt ist dann R. Der Vektor zu den Ladungen ist R' und der Abstand oder der Vektor zwischen Ladung und Punkt P ist R-R'. Das ist dieser grüne Vektor hier. Hier ist eigentlich alles drin. Und wir sehen, dass all diese Komponenten hier, wir haben hier zum Vektor R haben wir ein Z, ein Phi und ein R, die sind alle ungleich Null. Wenn wir das Koordinatensystem einfach so wild wählen. Auch die Komponenten des Vektors R', hier haben wir Z', hier nach oben, hier haben wir Phi', dieser Winkel hier nach hinten, und das R' hier, der Abstand von dem Punkt 0 zum Draht, ist auch nicht 0. Also auch hier haben wir drei Komponenten, die nicht 0 sind. Also so könnte man es machen. Aber dann hat man wirklich viel zu tun. Du hättest lieber noch mehr Komponenten, die null sind. Das ist das Ziel, ja. Das will man machen.
Wenn man dieses Problem, das physikalische Problem, mathematisch beschreibt, damit man es einfach berechnen kann. Deswegen machen wir es nicht so. Wir machen es anders. Ich tue das hier auf die Seite und tue so skizzieren, wie wir das besser berechnen können. Und zwar haben wir hier den einzigen Unterschied. Wir haben die Ausrichtung des Koordinatensystems gleich gelassen. Wir haben einfach den Nullpunkt unseres Koordinatensystems haben wir als erstes in den Draht gelegt, in die Drahtachse, und dann haben wir den Punkt P auf die gleiche Höhe gelegt wie der Nullpunkt des Koordinatensystems. Also das Koordinatensystem hat eine Z-Achse, die dem Draht entspricht, und ein Nullpunkt, der auf dem Draht liegt. Und P selber ist bezüglich Z auch auf dem Nullpunkt. Genau. P ist einfach, genau, ist bezüglich Z auf dem Nullpunkt, und auch Phi ist so gewählt, dass Phi 0 ist vom Punkt P, also vom Ortsvektor des Punkt P. Haben wir es so gewählt. Das heißt, was übrig bleibt, ist hier dieses R, um den Punkt P zu beschreiben. Und dieses Z' hier, um die Orte, wo die Ladung sitzen, auf dem Draht zu beschreiben. Das heißt, wir haben hier das vom Ortsvektor des Punkt P haben wir das Phi gleich 0 und das Z gleich 0. Und vom Ortsvektor von unseren Ladungen haben wir das R' gleich 0 und das Phi' gleich 0. Haben wir doch schon einiges eliminiert und das einfacher beschrieben. Gut, das ist die Wahl des geeigneten Koordinatensystems. Jetzt geht es weiter. Man kann jetzt noch weitere Sachen vereinfachen, indem man die Symmetrien des Problems anschaut. Und zwar können wir uns überlegen, was können wir hier oben noch vereinfachen. Wir haben gesagt, unser elektrisches Feld ist ein Vektor mit drei Komponenten. Jetzt existieren diese drei Komponenten wirklich alle. Und zwar kann man das eigentlich mal, kann man folgende Überlegung da anstellen. Sagen wir mal, wir hätten eine Z-Komponente vom elektrischen Feld. Das heißt, wenn man das alles integriert hat, alle die Ladungen, die hier auf dem Draht sitzen, zu einem elektrischen Feld im Punkt P, was übrigens natürlich symmetrisch ist, gegenüber einer Ebene hier durch diesen Punkt P, dann würde man einen Vektor bekommen, der eine Komponente hat, die vielleicht hier nach unten schaut. Ja. Wenn es wirklich eine Z-Komponente gäbe. Sie schaut nach unten oder nach oben, aber sicher nicht einfach nach rechts. Genau, wenn es eine Z-Komponente gäbe, dann wäre das irgendwie so ein bisschen krumm. Jetzt kann aber jemand kommen und sagen, okay, ich drehe das Ganze um und ändere an der Situation nichts. Also ich nehme den Draht hier und spiegle den hier um diesen Punkt P, also um eine Ebene durch den Punkt P. Da kommt ein zweiter und sagt, okay, das sieht aber genau gleich aus wie vorhin. Aber jetzt schaut der Vektor plötzlich ein bisschen nach oben, wo er vorher ein bisschen nach unten geschaut hat. Ist aber genau gleich das gleiche physikalische Problem. Sieht genau gleich aus. Das kann nicht sein. Das heißt, wir können keine Z-Komponente des elektrischen Feldes haben. Das heißt, was man rein aus dem Bauch heraus annimmt, dass es nur in diese Richtung geht, das muss stimmen. Das ist muss nicht stimmen, aber hast du jetzt wieder kann man hier in dem Fall sicher so, mit diesen Argumenten kann man das so plausibel erklären. Es ist nicht wirklich ein Beweis, aber ich würde sagen, das ist genug. Okay, dann haben wir noch die Phi-Komponente und ja, ihr erwartet schon, auch die wird 0 sein, weil man kann das Problem oder unsere Situation hier vom Drahtende betrachten, also von oben drauf schauen, und wenn wir eine tangentiale Komponente hätten, also eine
eine elektrische Feldkomponente in Phi-Richtung, dann wäre der Vektor irgendwie ein bisschen krumm. Also er würde nicht wirklich einfach nur wegzeigen von unserem Draht, sondern er würde so ein bisschen noch auf die Seite zeigen, auf irgendeine Seite. Jetzt kann wieder jemand kommen und sagen, ich betrachte das Ganze aber von der unteren Seite. Dann ist das Problem zwar immer noch identisch, und die Physik hat sich nichts geändert, aber die tangentiale Komponente schaut jetzt plötzlich in die andere Richtung. Bei einem identischen Problem, auch das kann nicht sein. Das geht nicht. Gut, dann streichen wir das via... Das streichen wir auch. Uff. Durch ihre gleiche Argumentation. Genau, und wir finden, dass der elektrische Feldvektor von diesem symmetrischen Draht hier, der muss einfach in radiale Richtung zeigen. Entweder vom Draht weg oder zum Draht hin. Ja, und wir wissen schon, dass wenn wir positive Ladung haben auf dem Draht, dann schaut das Feld vom Draht weg. Und wenn wir den Draht negativ laden, dann schaut das Feld zum Draht hin. Okay, das haben wir eigentlich jetzt schon sehr, sehr vereinfacht. Wir haben jetzt ein Integral zu lösen mit zwei Variablen. Und wir können das elektrische Feld im Punkt P beschreiben als die R-Komponente, welche nur von R abhängen wird, mal den Einheitsvektor in R-Richtung. Das ist R, R geteilt durch R-Betrag. Also uns bleibt hier diese Komponente, dieses R von R zu berechnen. Das machen wir hier drüben. Schreiben wir das hin, also das ER, also die R-Komponente, das ist ja nichts anderes als ein Integral über alle kleinen dER, verursacht durch die kleinen Ladungen hier, in welchen wir den Draht zerschnitten haben. Das kann man als Punktladung dann betrachten und dann summieren wir überall diese kleinen infinitesimalen Ladungen. Und jetzt habe ich noch etwas vergessen zu erklären. Und zwar haben wir hier noch in der Form, hier haben wir noch das Rho von R, also eine Ladungsdichte mal das dV. Das müssen wir jetzt noch ersetzen. Wir haben hier keine Ladungsdichte, sondern wir haben eine sogenannte Ladungsbelegung, also Ladung pro Länge. Hier das Lambda. Und hier das dV, das ersetzen wir durch ein dz'. Und dann haben wir nämlich hier die infinitesimal kleine Ladung dq, welche wir vorhin ausgedrückt haben als Rho mal dV, jetzt ausgedrückt als Lambda mal dz. Und das Lambda ist konstant. Hängt also nicht von R' ab. Und dann integrieren wir über alle Orte, wo es Ladungen gibt, in der Laufvariable z, das ist natürlich von z gleich minus unendlich bis z gleich plus unendlich. Also das Volumenintegral, wie wir das elektrische Feld normalerweise berechnen, ersetzen wir bei einem geladenen Draht, also bei einer Ladungsbelegung, durch ein Längenintegral. Da kann ich nämlich hier schon wieder etwas gespart. Ja, da kann ich nämlich hier auf der Seite weitermachen. Also Lambda geteilt durch den Abstand. Ja, und der Abstand ist, ich kann das vielleicht schnell hier oben berechnen, das R minus RZ, das haben wir jetzt hier aufgeschrieben. Also R, oder ich schreibe es vielleicht hier hin. R minus R Strich, Entschuldigung, ist gleich, das kann man ja einfach ausrechnen, das ist dieser Vektor hier, R 0 minus Z Strich. Genau. Und das ist halt dieser Vektor hier oben und wir wollen vom elektrischen Feld hier, wollen wir nur die R-Komponente berechnen. Dazu komme ich gleich noch. Ich bin ja hier gewesen, hier beim Abstand R minus R' im Quadrat, also rechnen wir das aus. R minus R' im Quadrat, das ist das Quadrat
von diesem Vektor hier. Das gibt also R Quadrat plus Z Strich im Quadrat. Genau, und jetzt kommen wir zu dem Vektorteil, was ich vorhin begonnen habe. Wir wollen ja vom elektrischen Feld nur die R-Komponente berechnen. Und die R-Komponente hier, oder eben der Vektor hier vom elektrischen Feld, ist dieser Vektor. Und davon wollen wir die R-Komponente berechnen, also nur R. Also hier oben haben wir R geteilt durch den Betrag von R minus R'. Und das ist R Quadrat plus Z Strich im Quadrat hoch ein Zweitel mal dz Strich. Fertig. Ja, eigentlich fertig. Ich kann das noch ein bisschen umschreiben. 4pi 1 durch 4pi epsilon 0. Integrieren tun wir von minus unendlich bis plus unendlich. Von lambda geteilt durch R Quadrat plus Z Strich Quadrat hoch 3 Zweitel mal R mal dz Strich. Gut, und das Integral, das ist diese Integrand, das findet man in Tabellenbüchern, wie die Stammfunktion ist. Oder man schaut die Musterlösung in der Serie nach, da ist das Integral ausgerechnet. Das müssen wir jetzt nicht machen. Jedenfalls das Resultat gibt 1 durch 2pi epsilon 0 lambda durch R. Schön. Das sieht sehr einfach aus. Ja. Was ist das Epsilon? Die ganze... Das Epsilon. Ja, was ist das? Die Elektrizitätskonstante. Genau, das ist die Feldkonstante des Vakuums. Mhm. Das ist einfach eine Konstante. Wo wir gleich noch B auch noch anhängen. B, es gibt ein, auf ja, es gibt ein B. Ein Teil B. Ein zweiter solcher Draht wird mit derselben Ladungsbelegung, Lambda, parallel zum ersten Draht im Abstand S geführt. Berechnen Sie den Betrag der Kraft, welche auf diesen Draht pro Länge wirkt. Genau, also da können wir natürlich jetzt einiges recyceln von der ersten Aufgabe, weil wir kennen ja in einem Abstand R das elektrische Feld, verursacht durch den Draht 1. Und der Draht 2 hat an dem Ort ein bisschen Ladung. Diese Ladung wird natürlich, oder spürt eine Kraft durch das elektrische Feld vom Draht 1. Und das können wir einfach hinschreiben. Wir können sagen, die Kraft F2 auf diesen Teil hier von dem Draht hängt natürlich von der Feldstärke verursacht durch den Draht 1 ab. Also das heißt, ich nehme jetzt hier Beträge, die Richtung kennen wir ja. Wir haben ja schon jetzt genug argumentiert, dass das wegschaut vom Draht. Das ist die Feldstärke mal die Ladung Q2. Und die Ladung Q2, das ist eine Ladung, die hier auf einem kleinen Abschnitt des Drahtes sitzt. Ein kleiner Abschnitt mit der Länge L und hier der Draht 2 hat die gleiche Ladungsbelegung. Also das Q2 kann man einfach berechnen als Ladung. Also Ladungsbelegung mal die Länge L. Mhm. Genau, also so, das ist die Kraft hier auf diesen kleinen Abschnitt. Und wir wollen ja Ladung pro Länge haben. Also teilen wir einfach durch L. Rechnen das nochmal aus. I1 Betrag mal Q2 geteilt durch L. Ja, und das hier, das kennen wir. Die Ladung, die hier auf dieser Länge L sitzt, geteilt durch die Länge L, das ist natürlich die Ladungsbelegung. Lambda. Also das ist E1 mal Lambda. Wenn man das ausrechnet, gibt es 1 durch
2pi epsilon 0 lambda im Quadrat durch r. Und schon sind wir fertig. Bravo. Gut, ja, dann sind wir fertig und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hören.